willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Varaya von Varaya Lost Paper und ich habe euch wieder einen kleinen, feinen Quickie hier mitgebracht. Ja, warum Quickie? Ja, ich habe ein kleines, süßes Notizbuch für meine Schwiegermama zum Geburtstag gemacht. Und das ist wieder aus der Kategorie, es ist wirklich fix gemacht. Also ich habe vielleicht 2 Stunden dran gesessen. Ist immer noch Zeit, ne? Wenn man überhaupt keine Zeit hat und gleich los muss, könnte es schwierig werden, aber ja, das ist von heute auf morgen zu machen. Ich habe gestern angefangen und ja, habe über den Tag verteilt immer mal so einen Arbeitsschritt gemacht, weil ich nicht so viel Zeit am Stück hatte. Und es hat geklappt. Ich habe es fertig bekommen. Es ist einfach vintage, schön schlicht und sie kann einfach Sachen reinschreiben. Ich zeige es euch gleich. Ja, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, herzlich gerne, macht das. Ich freue mich. Ich freue mich über den Austausch. Da kommt immer mehr Austausch zusammen und ich finde das total super. Ja, und ich kann jetzt hier schon mal ankündigen, es ist zwar noch lange hin, aber wenn ich 1000 Abonnenten zusammen habe, ne, bei 500 habe ich jetzt ein DIN A6 Nature Journal verlost. Wenn ich 1000 Abonnenten beisammen habe, verlose ich ein A5 Journal. Und auch eins, was ein bisschen dicker ist. Also das war jetzt auch nicht so ganz dünn, aber das ist, also ich werde dann mal so ein mindestens ein 4 Signaturen A5 Brecher verlosen. Das wird allerdings noch ein bisschen dauern. Ich bin gerade bei 511 Abonnenten. Ich freue mich über jeden einzelnen von euch. Nur wenn ihr daran mitwirken wollt, dass das bald wieder was verlost wird, ne, dann legt nach, seht zu, steckt andere Leute an. Ich freue mich auf jeden Fall total. Also diese Community ist der Knaller. Es macht total Spaß, sich hier auszutauschen. Und ja, wieso nicht nur bei Facebook und auch bei YouTube. Und Insta gibt es ja auch noch. Also ich muss echt sagen, so TikTok, ja, gibt es auch. Aber ist irgendwie nicht so meine Baustelle. Also ich habe jetzt hier 3 Kanäle. Das ist schon echt der Knaller, dass ich die bespaßt bekomme. Also Insta, Facebook und YouTube. Mit Pinterest habe ich angefangen. Das läuft jetzt noch nicht so gut an, weil irgendwie, weiß ich nicht, bin da so ein bisschen lost. Könnt mir ja vielleicht mal erklären, wie das Pinterest-Ding da so richtig funktioniert und der richtige Sinn ist. Wenn ich da irgendwie Sachen hochlade, irgendwie sehen die komisch aus und klein aus. Es ist eher so, dass ich da Sachen sammeln kann und Ideen sammeln kann. Das mache ich gerne dafür. Pinterest klingt ja echt gut. Aber wenn ich da was reinmache, ist das merkwürdig. Vielleicht muss ich auch noch mal ein bisschen üben. So, jetzt kommen wir mal zu dem kleinen Notizbuch. Also es ist wirklich heute ein Quickie-Flip-Through. Ich habe am Wochenende, am langen Himmelfahrtswochenende, einen Etsy-Shop entdeckt, Moment Trees. Und da habe ich dieses Digitalpapier gefunden und noch viele mehr. Ja, noch viele mehr. Und das habe ich dann auch gleich direkt benutzt. Ja, kann man sagen, ich habe hier ein kleines... Ja, es ist so friedlich, ne? Es ist so dieses Cottages und Wildblumen. Es ist so... Ne, impressionistischer Garten ist das tatsächlich sogar. Impressionistischer Garten heißt das. Und das Wildblumenset, die beiden habe ich miteinander kombiniert, weil ich hier einfach... Ja, es sind mal 5 Schreibblätter und 6 Digitalpapiere reinpacken wollte. Und wenn man die doppelseitig bedruckt, wenn man jetzt zum Beispiel keine Zeit hat, Papier zu färben, ne? Also bedrucken, färben und trocknen und bügeln und so, das dauert natürlich ein bisschen. Wenn man allerdings die doppelseitig bedruckt und zurechtschneidet, dann braucht man die auch gar nicht färben. Man könnte sie jetzt natürlich ein bisschen abtönen mit Vintage Photo oder so ähnlich. Ne? Könnte man das jetzt ein bisschen runtertönen. Ja, das wollte ich gar nicht. Ich habe jetzt hier einfach fröhlich ein paar Seiten zusammengefügt. Dazwischen teegefärbtes Papier, was ich noch hatte. Das ist auch sehr leicht teegefärbt. Also ihr seht, es ist nicht besonders braun geworden oder fleckig. Hier und da gibt es noch so ein paar Teeflecken. Dann habe ich Baumwollspitze dazu kombiniert. Meine Schwiegermutter war Zeit ihres Arbeitslebens, so rum. Gibt ja noch. Zeitlebens war sie Schneiderin und hat ganz viel natürlich auch mit Spitze gearbeitet, aber mit ganz vielen anderen Stoffen. Deswegen wollte ich jetzt auch Stoff beziehen. Spitze rein. Hat eine Signatur.
Sie kann auch theoretisch Fotos reinkleben, also es ist ein bisschen Platz. Man kann hier noch ein bisschen quetschen, hat noch keinen Crocodile Mouth und hat ja 11 Blätter. Wer aufmerksam mitgezählt hat, wird sagen, jo, 11 Blätter, 5 T-gefärbte, 6 Designpapiere. Einfach easy peasy, 2 Stunden Arbeit. Und diese Schatzi macht sich jetzt auf den Weg zu meiner Schwiegermutter per Post. Und da wird es dann hoffentlich auch rechtzeitig ankommen. Ja, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr hier bei mir wart mit diesem kleinen Quickie. Das nächste Video, was kommt, wird wahrscheinlich wieder ein etwas längeres werden. Ich gucke mal, dass ich das ein bisschen abwechsel, so kurze Sachen, lange Sachen und so. Und hoffe, dass ich euch damit erfreuen kann. So, ich sag mal, bis demnächst in diesem Kino.